So, meine Lieben, da wären wir wieder bei einer weiteren Folge Dark Parable 16. Das Porträt der perfekten Prinzessin. Wir sind immer noch am Frösteln und bewusstlos werden und so weiter immer. Jetzt müssen wir noch schauen, wie wir hier weiterkommen können. Ich kann was mit diesem Symbol irgendwie was anfangen. Und wir sollen hier was machen. Okay. Einfach mal wieder raten, oder wie? Ach, da oben ist ein Wimmelbild wieder erschienen. Das müssen wir da finden. Schwanenschlüssel. So, für die Leute, die jetzt gerade in dieser Folge reingeschaltet, eine ganz kurze, knappe Erklärung, worum es in einem Wimmelbild-Spiel eingeht. Wir haben hier eine kleine Story und dazu haben wir, ja, brauchen wir immer Gegenstände, Schlüssel und so weiter. Und da gibt es diese Wimmelbild-Szene. Das ist jetzt eine Wimmelbild-Szene, das ist quasi das Vorhängeschild für das Genre Wimmelbild-Spiel. Du hast hier bei der Dark Parables-Reihe aber den kleinen Unterschied. Und zwar hast du einen Gegenstand, der ist in seine Einzelteile zerlegt worden und die müssen wir zusammenfügen. Bei anderen Wimmelbild-Reihen wie die Grimtails-Reihe, die Enigmatis-Reihe und so weiter, hast du da unten sowas wie eine Einkaufsliste. Und die Sachen, die auf der Einkaufsliste sind, musst du hier im Bild suchen. Natürlich gibt es auch welche, die sind mal grün, mal blau geschrieben, beschrieben. Das heißt, du musst zum Beispiel das mit dem Messer kannst du hier nehmen, dann das vorne hier abschneiden oder zum Beispiel das Schild zur Seite schieben und da ist dann dieser Gegenstand. Und ein Gegenstand bringt dich dann im Spiel immer weiter. Kleiner Tipp, nicht nur auf die hellen Stellen sich konzentrieren, sondern auch auf die dunklen Stellen hier. Da könnte nämlich auch ein Gegenstand versteckt sein. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los und suchen den Teil des Schwanenschlüssels. Die Bisse so verdächtig wirken. Natürlich kann man auch mal Fehlklicks machen, das ist normal, das ist nicht schlimm. Wenn du zum Beispiel einen bestimmten Schwierigkeitsgrad eingestellt hast, dann gibt es sogar eine Klickstrafe, dann verpufft kurz der Mauszeiger oder der friert ein oder hier wird schwummrig, die Figur und so weiter, kann alles mögliche passieren. Aber darauf wollen wir uns jetzt das nicht daran anlegen, dass wir da schwindelig werden. Ich habe den normalen Modus habe ich sogar. So, jetzt wird noch ein drum. Mal schauen. Es kann natürlich auch wieder mordsmäßig groß sein, das ist logisch. Ja. Und dann fügt sich das wieder zusammen mit Geisterspucke. Haben wir einen Schlüssel. Jetzt nur die Frage, wo brauche ich diesen Schlüssel? Ich muss einen Weg geben, sie zu beseitigen. Ja, wahrscheinlich sowas wie Termiten. So, hier war doch irgendwas versperrt. Ich glaube nicht, dass der Schlüssel dafür gedacht ist. Ich glaube eher, dass es für den hier gedacht ist. Dann gehen wir mal rein. Ist jemand zu Hause? Hier ist ein Kamin. Vielleicht kann ich endlich trocken werden. Und hier steht, bitte beende den Fluch. Gehe ich nämlich mit. Da haben wir das Kamin-Objekt. Jedenfalls wieder eins von, weiß ich nicht, von 19. Und wir haben wahrscheinlich einige schon übersehen. Weil die Entwickler das so gut versteckt haben, die Kamin-Objekte, dass ich sie so wie ich es mir Mühe gegeben nicht gesehen habe. Vorsicht, das Endlight ist nicht das, was es zu sein scheint. Alles klar. Mehr kann es nur anscheinen, aber welche Rolle spielt es in der ganzen Sache? Keine Ahnung. Da können wir schon mal das Ei ranlegen. Da fehlen noch zwei Stück. Parabel ist hier keins. Schicke Badewanne übrigens. Hallo, lass dein Auge offen.
Durch König Erlass wurde das Haus und der Besitz des Ritters beschlagnahmt. Alle Strafen für den Verrat des Ritters durch den Versuch, das Porträt der Prinzessin zu verbrennen, werden seine Vorfahren, die das Bild für die Prinzessin betraten, niemals Frieden finden. Ihr Porträts werden verrotten, ihr Seelen werden niemals durch eine Bestattung oder Verbrennung befreit. Das ist schon ein bisschen bitter. Alter, du machst mich kirre mit deinen Augen auf, Augen zu. Endlich mal, ich bin fast erfroren. Interessant. Die Bitte scheint verflucht zu sein, genau wie im Schloss. Die Menschen, die zum Gemälde wurden, leben noch. Ich könnte sie wieder zum Leben erwecken, wenn es der Prinzessin gelingt, ihren Fluch zu brechen. Wenn sie diesmal scheitert, muss sie eine andere Person aus unserem Haus finden, die sie auf der Leinwand ersetzt. Sie muss diejenige sein, die das Wasser des Lebens findet. Das ist das Schicksal eines, das ist unser Weg. Wir alle hoffen, dass der Fluch der Prinzessin schnell gebrochen werden kann. Mich auch wieder mit. Hi. Kann ich mit dir reden? Yet it remains unbroken. Surely, someone can end this cruelty. Ich hoffe, die anderen drei tauchen jetzt auch noch nicht ab. Kapitel 5. Das Ei können wir auch noch dazulegen. Fehlt nur noch eins. Kann ich mir hier noch an. Ja, das ist so ein Übungshof. Ach, hier kommen die Ritter hin. Alles klar. Ah, wahrscheinlich kann ich das erst hin tun, wenn der Gegenstand da ist. Oh Mann, ey. So, es fehlt aber, glaube ich, jetzt fehlen noch ein paar Ritter. Oh, sonst kann ich hier nichts mehr anschauen. Ich gehe aber nochmal hier hin, weil ich da anscheinend hier was machen kann. Die Frage ist nur, was? Ah, ja. Einmal noch ein Ritter. Den kann man auch hier hinstellen schon mal. So. Dann gehen wir mal in den Übungshof. Okay, der Schwanz sah halt wirklich so präsentiert aus für ein Kamelobjekt. Ich schaue mich jetzt mal ein bisschen um. Nicht wundern. Konzentriere mich gerade mit meinen Augen, ob ich hier irgendwie ein Kamelenobjekt entdecke. Also bis jetzt sehe ich nichts. Wenn ihr bessere Augen habt als ich, dann wie gesagt ab in die Kommentare damit. Bei mir bleibt schon wieder das Kamelenobjekt verborgen. Aber was haben wir denn hier? Gemälde, hier Zeichnungen. Es scheint, dass die Familie des Ritters auch in den Künsten gut versiert war. Und da brauchen wir ein Malertablett, ein kleines. Jetzt kann man ja nichts machen. Öl, okay, und dich kann ich so einfach mitnehmen. Und. Ja gut, jetzt müsste ich halt irgendwie Öl auch transportieren können, wa? Was ich noch nicht kann. Ein paar Rabels wieder. Was steht hier? Da kann ich das lesen. Versuche nicht, dem Porträt der Prinzessin Schaden zuzufügen, sonst wird der Fluch auch dich einholen. Okay, hier fehlt ein Flügel. Da fehlt auch noch was.
Platten nehme ich mit. Damit kann ich wahrscheinlich das Öl transportieren, oder? Wenn das Öl ist, wenn es kann auch, dass es Bier ist. Ja, okay, es stand Öl drauf. Ich sag mal nichts dazu. Irgendwie. So, da kann ich noch nichts machen. Sonst ist hier nichts mehr. Fehlanzeige, oder wie? Naja, also ich soll sie ohne Grund nicht belästigen, ja. Würde ich auch behaupten. So, jetzt gehen wir wieder hier hin. Jetzt kann ich wenigstens hier rumhantieren, ohne dass der Person ständig irgendwie schwarz vor den Augen wird oder so. Hier kann ich nichts machen. Nimm meine Enkel und den Arschen und verschwinde hier. Ich werde mich ins Schloss schleichen und versuchen, das Porträt zu zerstören. Wenn es mir gelingt, werde ich zu dir kommen. Wenn ich versage, verlasse unsere Familie und beginne ein neues Leben. Das ist das Schicksal von... Lass den Fluch in meiner Generation zu Ende gehen. Wahrscheinlich verrostet. Der Fischer warm zu... Was? Ja, Joghurt wird wahrscheinlich einmal benutzt, um die Fische warm zu halten. Okay, da nicht. Kann ich wieder dahin? Okay. Ach ja, da können wir jetzt wahrscheinlich hin wegen den Ritter und dann dürfen wir jetzt das Rätsel machen. Platziere die Schwannritter auf den entsprechenden Plattformen. Okay, dann weiß ich Bescheid. Du kommst da hin. Tauschen wir einfach mal ein bisschen aus. Da ist das Hellblaue. Du kommst da hin. Ich tausche auch aus. Da kommt niemand hin. Okay, der war schon richtig, oder wie? Ja, der war schon richtig. Du kommst da hin. Da ist der Blau, der kommt dahin. Da kommt Rot hin. Okay, du kommst dahin. Du kommst hier hin. Da ist der Grün, genau. Haha. Sesam, öffne dich. So, dann geh mal durch. Ah, da liegt er begraben. Der Geist verschwand in Sarkophag. Vielleicht gibt es einen Weg, ihn herauszuholen. Wenn man das unbedingt will. Ich würde es nicht wollen. So, ist hier irgendwo wieder ein Kamene-Objekt. Ah, da haben wir doch was. So, hier ist irgendwas in der Asche. Nochmal ein Parabel. Eine komische Box, das Palett, was wir brauchen. Da ist doch etwas in der Asche. Ich muss es durchsieben. Ernsthaft? Durchsieben. Steht hier? Das kann ich natürlich nicht lesen. Hier fehlt ein Hebel. Da wird jetzt nicht der Pfeil als Hebel dienen, oder? Nee, natürlich nicht. Warum auch? Sonst kann ich hier nichts machen. Ich kann auch hier aufs Grab schauen. Er brach das Gelübde seiner Vorfahren, rettet aber seine Familie. Ja, warum nicht? Okay, ich würde ihm seinen rechten Arm für das Ei geben. Ja, dann brauchen wir Staubwundteile. Okay. Hierhin. Dahin. Dorthin. Da haben wir... Eine Schaufel, ein Arm, mehr kriegen wir nicht. Schaufel. Hier kriegst du eine Hand. Die kriegen dafür das Ei, dann blockst du noch dein Schild, ist logisch. So, vielleicht kann ich damit, ja, durchsieben. Das nennt man umschaufeln oder wegschaufeln, aber gut so. Es scheint, als würde dieser Schwanenritter alles riskieren, um den Fluch zu brechen. Nach einigen Jahren hat die Prinzessin das Wasser des Lebens immer noch nicht gefunden. Vielleicht sollte ich den Fluch selbst brechen und das Porträt verbrennen. Wenn ich das tue, werde ich für immer ein Verräter sein. Ich werde es tun, auch wenn das bedeutet, als Ritter entehrt zu werden. Meine Familie hat genug Opfer geopfert.
Alles klar. Und du gehörst wahrscheinlich hier drauf. So. Dann wieder hierhin. Dann hierhin und hierhin. Und jetzt öffnet sich was und wir kriegen was? Erstmal eine Nachricht wieder. Durch königlichen Erlass wurde das Haus und der Besitz des Ritters Gundegaard beschlagnahmt als Strafe für den Verrat des Ritters durch den Versuch, das Porträt der Prinzessin zu verbrennen, werden seine Vorfahren, die das Bild für die Prinzessin beraten, niemals Frieden finden. Ihre Porträts werden verrotten, ihre Seelen werden niemals durch eine Bestattung oder Verbrennung befreit. Alles klar. Noch gemeiner geht's nicht, oder? Warte mal, bevor ich... Oder gehört es doch hier hin? Ja, es fehlt hier aber noch eine Art Deko-Schwert, glaube ich. Und das besitzen wir... Obwohl, es blinkt. Wir müssen irgendwas haben. Ich glaube nicht, dass das hier gehört. Okay, jetzt... Es blinkt immer noch. Vielleicht hier so... Ach so, das ist eine Axt. Ach so... So, zack. Es gehört nicht zu ihm. Okay. Hier wieder hin. Ach, das war für die Tür. Okay, ein Wimmelbild. Und was müssen wir da machen? Ein Schwanenritterschild. Okay, einmal hier, einmal da. Einmal dort. Einmal hier, einmal da. Einmal dort. Einmal hier, einmal da. Einmal dort. Was sieht noch verdächtig aus? Das sieht verdächtig aus. Das sieht noch verdächtig aus. Ich schaue ab und zu mal so, ich schiele ab und zu mal so runter. Ja, nicht wundern. Das noch. Das noch. Das noch. Jetzt frage ich mich noch, wo das eine in den Perlen ist. Aber das kann es ja nicht sein. Ach, da. Gut. Und dann haben wir das. Dann müssen wir wieder zur Gruft. Hi. Stranger. I tried to end the princess's curse, but only ended up a victim myself. I'm doomed to haunt these halls forever. Until somebody burns my painting in the light of the moon, by the river where I was condemned to this fate. Okay, ist da reingesprungen einfach wieder. Zerstöre das Porträt des Ritters. Ja, ich möchte aber sowas wie eine Art wie ein Hebel. Ich soll hier aber noch was machen können? Und was genau kann ich hier noch... Ah, schaut mal. Bist du? Ein okay, Hebel. Kleine Art Diorama zu sein. Vielleicht kann ich etwas mehr daraus lernen. Okay, es war eine unheilvolle mondhelle Nacht. Als der Schwanritter sich endlich entschloss, sein Gewissen zu folgen. Und jetzt? Das schürte Feuer, ja gut. Allein am Flussufer schüttete er ein Feuer, bis die Nacht voll, bis es wie wild brannte. Er wollte das Porträt der Prinzessin verbrennen und dem Fluch ein Ende setzen. Ja, wie... Alles klar. Thank you.
nehmen wir mal mit. Oh, wo jetzt hin genau? Da wo ich, da wo das Ausrufezeichen ist. Okay. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Irgendwie, um jetzt etwas erkennen zu können. Okay, was soll ich hier noch machen können? Und plump, der lässt was fallen. Wenn ich das nur erzählen will, muss ich zurück ins Schloss. Kapitel 6. Darf ich das jetzt mal mitnehmen? Dankeschön. So, dann muss ich das hier hin. Dann kriege ich das hier. Das ist für was? Das dafür oder? Nee. Muss ich denn hin? Wieder dahin. Das war, glaube ich, hier. Das kann ich hier reinschmeißen. Und dann muss ich wieder hier hin. Okay, da ist wieder ein Wimmelbild. Ich guck mich erstmal nach den... Okay, ich hab's sofort gefunden. Das kann mir in ein Objekt passt. Oh oh. Fehlt aber anscheinend noch was. Was ist das? Die Leute haben Angst vor uns. Die Besucher, die aus Ethresta kommen, sind nicht willkommen. Ich verstehe, denn... Wir kommen aus einem Land, das mit Dunkelheit, Albträumen und der anderen Welt verbunden ist. Nur ein Mädchen war mutig genug, mich anzusprechen. Später fand ich heraus, dass sie die Prinzessin dieses Reiches ist. Aha, da hat man, ich wollte nur sagen, da war ein Parabel, aber das war falsch. So, was ist hier noch? Hier ist ein Parabel. Wenn der rote Mond höher steigt und du dich immer noch nicht an dein Versprechen erinnern kannst, werde ich diese schöne Welt, die wir zusammen gesehen haben, niederreißen. Diese Welt ist ohne dich nicht so mehr schön. Eieieiei. Okay, das kommt hier rein. So, machen wir nochmal das Wimmelbild und dann, denke ich, machen wir dann Feierabend. So, zack. Moment, ganz mit der Ruhe. Da. 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 Da, 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 da. Irgendwann, das musste sein. Gut hinschauen sollte man schon. Ja, ich krieg ein paar Mal daneben. Alles klar. Läuft. Hier im Blauen ist nichts, oder? Nee. Es fehlt noch ein Trumm. Da. Hm.
Stadt. Sonst ist hier nichts mehr. Okay, wollte ich. Da war der Ritter, genau. Das nehmen wir mit. Geldstück nehmen wir auch mit. Und dann haben wir das schon mal weg. Und hier kann ich ja nichts einsetzen mehr, oder? Das kommt hier rein. Nehme ich mit. Rabenkrein, okay. Ja, hierhin. Oh je, ich hab Angst. Verbinde die Spielmarken mit der angegebenen Anzahl der von Feldern. Hier. 1, 2, 3, 4. Ja, 1, 2. Und das soll ich 3 nutzen. Eins, zwei, drei, vielleicht so. Das wollte ich schon sagen, ey. Wie sollen da. Achso, 5. Ich bin auch hohl. 1, 2, 3, 4, 5. Ach Gott. Zack, 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 zack. Ja, passt schon. Da. Denen 3 nur. Anders, das muss andersrum. So funktioniert es nicht. Das ist jetzt gemein. Muss das doch hier irgendwie anders. Ja. Ja, da muss das. Wie soll denn das mit 3 gehen? Das sollen hier 8 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wieso geht das nicht? Ich wollte schon sagen, verkohl mich halt. Ich gehe nochmal hier hin, um das hier zu vervollständigen. Dann ist die Folge vorbei. So, jetzt ist der Weg wieder frei und oben ist ein Wimmelbild, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis bald.